Sie schreiben hier eine Doppelbiografie. Das ist halt eine alte Tradition. Plutarch, ja, hat hier einen Maßstab gesetzt. Also es ist ein bisschen anders als bei Plutarch, denn diese beiden Figuren habe ich gewissermaßen in eine gemeinsame Biografie gebunden. Also sie sind in diesem Buch zu gleicher Zeit präsent. Sie begegnen sich nicht oder nur indirekt, aber sie leben diese Epoche in gemeinsamer Gegenwart. Und zwar so, dass der eine tut, für den anderen Folgen hat und auf Gegenseitigkeit. Das heißt, sie sind Antagonisten einer Epoche, in der das monarchistische Prinzip sich langsam verabschiedet, schmerzhaft, und das republikanische Prinzip sich langsam entfaltet und auch unter Schmerzen bis zum Terror, und das ist leider auch das Programm von Robespierre. Es ist ja so, dass hier ganz wie heute, ja, eine Finanzkrise sich über ein halbes Jahrhundert vorbereitet. Ja? Also Jean Law erstmal, ja, ein Staatsbankrott, ja, zu Anfang des Jahrhunderts, und dann Turgot, ja, also nachdem hier der erste Finanzminister von Ludwig XVI. Ein Reformer. Und nichts ist so gefährlich, wie in einer Krise dieser Größenordnung mit Reformen anzufangen und sie dann nicht zu beenden. Ja, das ist von der finanziellen Seite das tödliche Schicksal der Monarchie. Es wird ein Kredit zerstört. John Law, Sie haben ihn schon erwähnt. Da hat man dieses Wagnis ja auf sich genommen. Er ist quasi über eine ungeheure Inflation hat man die Schulden von Ludwig XIV. Weitestgehend beseitigt. Das hat dazu geführt, dass ein großer Teil des Adels verarmte, dass aber die Staatsschulden sich verringert haben, und zwar nachher so, dass ein normales staatliches Budget wieder möglich war. Diesen Schritt hat Ludwig XVI. Nicht zu tun gewagt. Er hatte gewisse Gründe dafür. Er wusste, dass dann sein Adel verarmen würde. Er würde den um seine Mittel bringen. Auf der anderen Seite ist dieser Adel aber auch nicht in der Weise dankbar und hilfreich gewesen, nein, dass dieser Adel ihn, was eigentlich im feudalistischen System die Voraussetzung war, den Herrscher schützte. Wie die drei Musketiere noch 100 ja. Jahre zuvor, ja, ein Bild davon geben. Nicht? Und ja, die haben wir jetzt nicht. Beziehungsweise dieser kleinere Adel, der Weingärten besitzt und nicht am Hof in Versailles arbeitet, ja, der ist jetzt hier, spielt hier keine Rolle. Nein, es ist der Hofadel. Der Hofadel, und das ist auch im Vergleich zu England hochinteressant oder gar zu Preußen, dieser Hofadel ist an den Hof gezogen worden und ist dadurch zu Höflingen geworden. Und hier haben Sie jetzt eine Szene beschrieben, die mich sehr bewegt hat. Nämlich, dass sehr früh, ich glaube 1755, der König in einer Kutsche im Regen, ja, bei einem Art Gymnasium, einer Schule vorfährt, und der junge Robespierre als Schüler jetzt ein Lobgesang auf den Monarchen vortragen soll. Er kniet in Matsch. Ja, der König geht aus der Kutsche gar nicht erst heraus, ja, hört sich das an und fährt dann wortlos davon. So begegnen sich diese zwei Leute. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal begegnen sie sich da, und das ist eine sehr makabre Szene eigentlich, weil Ludwig der 16. hat sich gerade in Reims zum Monarchen krönen und salben lassen. Er ist auf dem Wege zum heutigen Pantheon, das war eine Kirche zu jener Zeit. Auf dem Wege liegt diese Straße Saint-Jacques, an dem auch dieses berühmte Gymnasium Louis le Grand liegt. Und dort ist der Musterschüler Robespierre auserwählt worden. Nun, die Ergebenheitsadresse
an den König zu richten, natürlich auf Latein, ein Lehrer hat ihm geholfen, aber er ist schon so aus der Masse der Schüler hervorgetreten, dass man ihm diese Ehre zukommen lässt. Und das schlechte Wetter will es nun, dass diese Karosse sich mühsam den Berg raufquält. Und darin sitzt Marie Antoinette mit ihren Damen und der König. Das hat man häufig übertrieben, dass sie sogar Hühnerbeine gegessen haben in diesem Augenblick. Die Karosse hält kurz, der König steigt nicht mal aus. Robespierre sinkt, wie es sich gehört, auf die Knie in den Matsch. Und von dort hat er seine Ergebenheitsadresse quasi ins Leere gerufen. Dann schließt sich die Karosse und zieht weiter. Zurück bleibt der arme Schüler Robespierre, der Stipendiat. Aber es ist interessant, dass, oder vielleicht auch verräterisch, dass Robespierre nie über diese Szene später gesprochen hat. Und jetzt stirbt der König, ja, auf dem Schafott. Ja? Und 1,5 Jahre später, ja, Robespierre auf dem gleichen Gerüst. Und was geschieht mit den beiden, nachdem sie umgebracht sind, nachdem der Kopf also abgeschnitten ist? Ja, das war ja auf der Place de la Concorde, so heißt heute dieser Platz in Paris, der seinerzeit den Namen Republik trug. Dort war diese Guillotine schon häufig in Funktion getreten. Ludwig XVI. War nicht der Erste, sondern er war quasi der höchste Kopf der vier. Er wurde dorthin begleitet zu der Hinrichtung von einem Priester, aber auch 80.000 Soldaten haben dort den Weg markiert, um zu verhindern, dass er noch entführt werden konnte oder eine Gegenrevolution sich durchsetzen konnte. Der Kopf ist dann schnell entfernt worden. Also erst gezeigt? Ja, erst gezeigt, dann hat natürlich Trommelwirbel die ganze Szene überlagert, um zu verhindern, dass da noch Sympathiekundgebungen getan werden könnten. Er war, wie Ludwig der 16., letztlich ein Zögerer. Ludwig der 16. hat gezögert, seine monarchistische Macht einzusetzen. Und Robespierre hat gezögert, zu lange, diese Macht an sich zu reißen und zu einer Diktatur aufzusteigen. Diese Herausforderung hat erst Napoleon angenommen. Man darf wohl nicht übersehen, dass Robespierre eigentlich ein fast manischer Jurist war. Er wollte das Gesetz geachtet wissen. Das hat er früher als Anwalt gelernt. Aber er hat auch später in den revolutionären Prozessen immer darauf geachtet, dass wenigstens formal das Gesetz respektiert wurde. Und diese Haltung hat ihn dann auch zögern lassen, quasi einen offenen Bürgerkrieg beginnen zu lassen, den er aller Wahrscheinlichkeit nach verloren hätte. Aber er hat dann, ähnlich wie Ludwig der 16., ein Blutvergießen zu seinen Gunsten nicht riskiert. Abgelehnt. Das heißt also, dass das Recht, ja, quasi wie eine geistige Macht, wie eine spirituelle Macht, ja, die Zukunft garantiert und die Republik garantiert, ja, und dass die Tyrannei der Freiheit, ja, aber ans Recht sich bindet,
Ja, das ist etwas, und wenn es so ein verzwicktes Recht ist, wie sein Terrorrecht, ja, das ist wie bei Immanuel Kant. Ja, das ist ein höchster Wert. Ja. Das ist der Fiat Justitia Pereat Mundus. Das heißt also, das Recht ist eigentlich die letzte Instanz. Nur ist Robespierre schon, zumindest während des Jahres 1794, in dem ja auch sein Kopf fällt, immer auch bestrebt gewesen, seine persönliche Entscheidung hinter einem Mehrheitsvotum des Wohlfahrtsausschusses zu verstecken. Das heißt, er war nicht mutig genug oder nicht. Oder Maschinist. Er war ein Maschinist der Macht. Das heißt, also er möchte nicht selber Autor der Macht sein. Und auch nicht Autor des Tötens. Nein. Ja, also diese Degradierung auch des Gerichtshofes, des Revolutionären zu einer reinen Verurteilungsmaschinerie, wo das Recht eigentlich nur noch Dekoration war, wo der Verteidiger und der Hinzurichtende im Grunde nichts mehr zu sagen hatten. Das ist etwas, was er wohl innerlich abgelehnt hat. Aber er war dann auch in diesem Prozess der gesteigerten Terrorisierung eingebunden. Und ja, er hat dann auch, wenn man da so will, auch noch letzte Versuche gemacht, die ganze Sache wieder in eine staatlich stabile Ordnung zu bringen. Dafür hat er auch die Religion noch bemüht. Deswegen dieses Fest des höchsten Wesens. Das heißt, er wollte die Religion nicht wie Joseph Fouché dem Atheismus überlassen, sondern er wollte sie als Stabilitätsfaktor in ein mögliches republikanisches System einbeziehen. Und diese künstlerische Bemühung, hier einen Festtag auszurüsten, ja? David hat ihm noch die Ratschläge dafür und die Dekoration geliefert, nicht? Der Maler, ja? Das ist ja vollkommen misslungen. Ja? Das ist so gut wie misslungen. Das war ein eher verzweifelter Versuch. Da marschiert der ganze Konvent, ja, marschiert in geschlossener Gruppe zu den Seitensoldaten, nicht? Und Volk, ja, auf das Marsfeld, ja, und dort ist eine Art künstlicher Berg errichtet, ja, und da geht man hoch und oben sind Mädchenchöre, ja, und Jungenschöre, und die singen jetzt über die Republik. Ja, das ist eine aufwendige Inszenierung, Jean-Louis David, der ja nachher auch noch Napoleon ordentlich gemalt hat. Er war also der Dekoratist vor der Revolution und nach der Revolution. Der Speer, würde man sagen. Ja, ja, der diese Evolution persönlich auch mitgemacht hat. Und das war eine Inszenierung, die schon mit seiner Rede am Anfang gegenüber den Tuilerien, dann zog die ganze Riesenmannschaft auf die andere Seite der Szene und wollte dort auf dem Marsfeld die ganze Sache mit einer Art Religionsstiftung neu aufleben lassen. Da war so eine Kiste, ja, und da war der Atheismus drin. Und der wurde jetzt desavouiert, ja? Der wurde quasi abgeschafft. Abgeschafft. Und das ist schon den Zeitgenossen und auch den Konventsmitgliedern als außerordentlich makaber und komisch vorgekommen. Sie haben an diesem Punkt auch sich schon zunehmend von Robespierre getrennt. Das ist ja nur ungefähr anderthalb Monate vor seiner Hinrichtung. Das heißt, da ist er schon zunehmend auch verlassen von seinen Getreuen. Wenn ich ihn hier noch mal sehe, bei Ihnen abgebildet, er hat kleine Augen eigentlich, ja, nicht? Er hat eine schmale Nase, einen sehr zusammengekniffenen Mund, einen dünnen Mund, ja, also nicht wie Lippen wie Danton. Ja, oder Mirabeau hat auch sozusagen ein kraftvolles Gesicht, ja. Dann eine hohe Stirn, ja. Er sieht aus wie ein Intellektueller, aber ein zarter. Ja, er war quasi ein Asket. Er war zunehmend auch ein Fanatiker. Mirabeau hat auch gesagt, nehmt euch in Acht vor diesem Mann, der glaubt, was er sagt.
Und Danton und Mirabeau glaubten gar nicht an das, was sie sagten. Es waren Lebemänner, Profiteure der revolutionären Entwicklung. Dagegen war das große Bild politischer Reinheit der Unbestechliche, der Irrekuptible. In einem kornblauen Wams. Ja, das ist dieser Auftritt beim Fest des höchsten Wesens. Aber er war sonst auch immer außerordentlich penibel gekleidet. Er hatte immer seine Perücke ausreichend gepudert, also ein Kleidungsstück. Sein Dossier bei sich. Ja, das eigentlich gar nicht mehr in die Zeit passte. Er war von daher jemand, der bewusst ein Gegenbild abgeben wollte. Eigentlich ein Sekretärtyp. Also in Deutschland sozusagen wie Lessing ein Sekretär ist, wie Wurm ja, in Kabale und Liebe einer ist, aber ein parteiisch negativ dargestellter. Also das ist ein Stand, der ist sehr angesehen. Ja? Das sind sozusagen die mittelalterlichen Schreiber, die jetzt modern geworden sind. Ja. Ja, also er hat diese asketische Attitüde. Er hat ja da auch in der Familie des Schreiners Duplay in der Rue Saint-Honoré völlig für sich gelebt, hat ganz selten an deren familiären Leben teilgenommen. Und das ist für ihn typisch. Er wollte allein sein. Der Machtmensch ohne falsche Kumpanei. Das war auch der Streit mit Fouché, der ja eigentlich sein Schwager werden sollte. Der sollte die Schwester Robespierres heiraten. Das ist der spätere Polizeiminister Napoleons. Napoleons der ist, Lyon geschlachtet hat, die Menschen geschlachtet hat. Ja? Das und ist der Streit gewesen. Der sollte sein Schwiegersohn werden. Sein Schwager werden. Ja, und die Schwester Charlotte Robespierre, die auch ganz aufschlussreiche Memoiren hinterlassen hat, war sogar auch bereit, Fouché zu ehelichen, weil sie ihn für einen nicht unwitzigen Mann hielt. Aber das, was dann in Lyon mit diesen Massenschlechtereien passierte, war in dem Maße willkürlich brutal. Da war ein Aufstand gewesen und er wurde hart von der Republik bestraft. Und da ist Fouché, der spätere Polizeiminister Napoleons, noch in einer Weise tätig geworden, die selbst Robespierre abgestoßen hat. Und er klagt ihn an, ja, nicht? Fouché wird ganz blass und fürchtet um sein Leben zuletzt. Ja? Ja, das ist der Machtkampf kurz vor dem Ende. Das beschreiben Sie so, also im Subtext, dass der Fouché, ohne den Fouché, ja, nur mit den Abenteurern, die später das Directoire machen, ja, der Sturz Robespierres und Saint-Just nicht gelungen wäre. Ja, ja. Also Joseph Fouché war wie eine Spinne im Netz. Er hat in dem Augenblick, als er wusste, dass es um sein eigenes Leben ging, denn Robespierre hatte ihn im Konvent und auch im Jakobinerclub als Verräter gebrandmarkt. Und da erwartete im Grunde nur auf sein Todesurteil. Und in dieser Phase. Da zieht er alle Intriganten. Da zieht er alle Strippen, die er hat, alles verdeckt. Und, aber er findet Gefolgsleute in den Konventsmitgliedern, denen jetzt dieses ewige Töten ohne Ende und fast ohne Sinn zu viel ist. Die sagen: Nein, dem muss jetzt ein Ende gemacht werden. Die Begründung Robespierres, dass die Republik in Gefahr ist, das war immer beseitigt. Die französischen Heere waren jenseits der Grenzen Frankreichs bereits siegreich. Also dieses Argument entfiel. Frankreich sollte zu einer gewissen Ruhe kommen. Und da haben seine Gegner sich verschworen, es war eine richtige Verschwörung, und haben dann in dieser entscheidenden Sitzung im zweiten Hälfte Juli Robespierre und seinen Parteigänger Saint-Just
im Konvent nicht mehr zu Wort kommen lassen. Also richtig, also physisch. Das heißt, der Saint-Just hat in der Nacht eine Rede vorbereitet. Und das ist eine generöse Rede. Das wäre eine Friedensrede geworden. Und im Anfang dieser Rede wird er durch Italien und Genossen, ja, in der Rede unterbrochen. Und aus dem Wirrwarr kommt er nicht mehr heraus. Nein, es ist erstaunlich, dass Saint-Just, der ja sonst ein ganz kühler Machtmensch war, der ja auch als Politkommissar in der Armee viele Leute hinrichten ließ, dass der in dem Augenblick, als ihm das Wort gegeben wird, er hat die ganze Nacht an seiner Rede geschrieben, er sich das Wort nehmen lässt und freiwillig sogar die Rednertribüne verlässt, als das Geschrei gegen ihn losgeht. Und dasselbe passiert Robespierre. Das ist keine argumentative Entmachtung, sondern einfach ein parlamentarisches Niederbrüllen des Gegners. Herstellung einer anarchischen Situation, ja, ja, in der hinterher die Ordnung, ja, durch den Sumpf, also das, die Mitte, ja, des Parlaments, die nennt man den Sumpf, ja, 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 das ist die hergestellt wird, nicht? Und die Jakobiner gucken zu. Die Jakobiner sind sprachlos, weil sie nicht mehr voll hinter Robespierre stehen. Mhm. Und die Mehrheit des Konvents die Oberhand gewinnt gegen Robespierre. Und er hat wohl auch das Gefühl gehabt, dass das ihm passieren könnte. Er hat ja mehrmals auch gesagt, morgen wird man mich umbringen, morgen werde ich sterben, aber das werde ich auch hinnehmen. Er war also nicht sicher, ob er auf diesem Wege zu welchem Ziel auch immer gelangen würde. Denn das konnte ja nicht unbegrenzt weitergehen. Und da eben ist sein großer Gegenspieler Joseph Fouché. Es kommt zu diesem Verschwörungsszenario und dann geht es ganz schnell. Er wird verhaftet, wird wieder befreit, will aber in der Kommune, die sich von Paris gebildet hat. Im Rathaus praktisch. Im Rathaus ist die neue Machtzentrale entstanden. Da könnte er noch Truppen aus den verschiedenen Departements zum Einsatz bringen. Das verzögert sich und seine Gegner im Konvent handeln schneller. Und ein Einzelner, ja, nicht, kommt, der später noch General wird unter Napoleon, ja, nicht, der schießt ihn in den Unterkiefer. Sie deuten es etwas anders. Sie sagen, es kann auch sein, dass er sich selber dahin geschossen hat. Also darüber ist viel gestritten worden, ob es ein Selbstmord war, weil das in einem Raum passierte, den die Zeugen nicht selbst betreten hatten. Da hat er sich zurückgezogen mit ein paar Getreuen. Und ich neige ein wenig dazu zu sagen, es war doch eher ein Freitod, den er sich selbst verschaffen wollte. Der missglückte zunächst. Der zunächst missglückte, weil er sich selbst schwer verletzte. Und in dem Augenblick war er ein Invalide. Er konnte fast gar nicht mehr sprechen. Nein. Ja? Und dann haben sich die letzten Getreuen, darunter sein Bruder Augustin, um ihn geschart und haben gesagt, wir wollen mit dir sterben. Und da hat der Konvent nicht lange gezögert. Und hat gesagt, so, dann wollen wir das auch möglichst in 24 Stunden vollziehen. Man hat ihn, der nicht mehr sprechen konnte, der Kiefer war zertrümmert, notdürftig verbunden. Man hat ihn auch fast schon für tot gehalten. Aber er ist dann, wie alle seine Opfer, auf dem Karren zur Guillotine transportiert worden. Und ist dann mit seinen Getreuen, mit Couthon und Saint-Just, sind sie hingerichtet worden. In Gruben geworfen, mit Kalk bedeckt, ja. Ja, damit es keine Gedenkstätte gibt. Ja, bei Robespierre ist man nicht richtig fündig geworden. Bei Ludwig XVI. Und Marie Antoinette hat man die Leichname später gefunden. Da war auch der Unterschied, dass man Kopf und Körper nicht getrennt hat. Also nach der Hinrichtung hat man sie gemeinsam transportiert. Das war bei Robespierre anders. Da hat man die Köpfe in eine andere Kiste geworfen als die Leiber. Man hat aber auch dort sehr schnell das Grab geschlossen, um zu verhindern, dass da etwas
Mythologisches entsteht. Wenn ich jetzt hier die Gestalt und das Gesicht von Ludwig XVI. Nehme, ja, dann sehe ich in Ihrem Buch zunächst mal einen kleinen Prinzen. Ja, der sieht entzückend aus. Ja, und ist der beste Spielgefährte des eigentlichen Dauphin, der Frankreich hätte regieren sollen und dann an einer Tuberkulose, ja, stirbt. Und jetzt wird sozusagen der gar nicht dafür bestimmte und ausgebildete, ja, Prinz Dauphin und später König. Und wenn Sie da jetzt mal nehmen, eine dicke, also am Hals, ja, sehr viel Fleisch, ja, ein dickes Kinn, ein Mund, von dem man annimmt, dass der gern isst, eine große bourbonische Hakennase, ja, eine nach hinten gewölbte Stirn. Also man kann nicht sagen, dass es ein großes Vorderstirn ist. Ja? Relativ große Augen. Ja? Ein Watschelgang. Beschreiben Sie mal noch weiter seine Gestalt und seine Gewohnheiten. Ja, also nochmal ganz kurz zurück auf dieses Schicksal von ihm, dass er eigentlich gar nicht für die Herrschaft bestimmt war. Und das ist ja auch schon den Kindern, Enkeln von Ludwig dem 14. passiert. Die kamen alle zu Tode, nicht zuletzt durch die Tuberkulose. Und ist sie in der Familie oder ist ja, sie in das Frankreich? Muss eine Disposition in der Familie gewesen sein. Knochentuberkulose, die dann auf die Lunge übergreift. Lunge, ja, so ist es. Und auch der Ludwig XVI. War ja nicht der Sohn von Ludwig dem 15., sondern der Enkel. Und zwar der Enkel, der älteste Enkel wurde von der Tuberkulose erfasst. Und der mit seinem Watschelgang unglücklich am Rande existierende und überhaupt der, weil der Bruder immer sprach und verehrt wurde, überhaupt nichts sagte. Das Reden war sowieso nicht Ludwigs des 16. Stärke. Er hat allerdings immer dann, wenn er große Staatsauftritte hatte, hat er sich würdig gezeigt. Er hat also auch als nachher bei der Einberufung der Generalstände er vor mehreren tausend Leuten eine Rede halten musste, hat er sich würdig gezeigt. Er ist langsam in diese Rolle hineingewachsen, aber er war im Grunde ein einfacher Mann. Er aß gut, das ist am Kinn gut zu beobachten. Er schlief sehr gut und die sonstige Ruhe beschaffte ihm ein gläubiges Gewissen. Er war in sich gläubig. Die letzte Nacht vor seiner Hinrichtung schlief er ausgezeichnet. Er hat also in dem Glauben auch das Bewusstsein seiner Unschuld gefunden. Und von daher ist er auch später als eine Art Märtyrer bezeichnet worden. Die Kirche hat lange gezögert, ihn in diesen Stand zu erheben, denn er hat auf der anderen Seite die Zivilkonstitution des Klerus genehmigt, die die Revolutionäre wollten. Und das hat ihm die Kirche, übergenommen. Er hat ja einen Sohn. Und in der kurzen Zeit, in der sein Kopf bereits unter der Guillotine abgeschnitten ist, ist der eigentlich jetzt nach französischem Staatsrecht König? Ja, das ist kein Zweifel. In dem Augenblick, in dem der Kopf von Ludwig dem 16. fällt, ist nach saalischem Recht der älteste männliche Erbe König. Und der wird erzogen auf grausame Weise von einem Schuster. Ja, ja, das haben die Revolutionäre sich so gedacht. Zunächst ist er ja schikaniert. Sie haben ihn schikaniert, er musste revolutionäre Lieder singen. Man weiß nicht genau, wie er zugrunde gegangen ist. Das muss nicht sehr seriös verlaufen sein. Aber er ist deswegen in dem Augenblick, in dem Ludwig der 16. tot ist, ist er der König. Und Marie Antoinette kniet nicht zuletzt aus diesem Rechtsanspruch vor ihm nieder und begrüßt in ihm Ludwig den 17. Das heißt, den hat es gegeben. Das ist der letzte König aus dem Bourbonenstamm. In der direkten Linie. Der direkten er hat ja danach Linie. Die zwei Richtig. Brüder gehabt. Also den Comte de Provence und ja. Den Comte d'Artois. Die sind ja dann auch noch als Ludwig der
18. und Karl der 10. Zur Regierung gelangt. Aber man kann wohl sagen, dass die eigentliche monarchistische Macht mit der Hinrichtung Ludwigs des 16. gebrochen ist. Wie alt ist dieses Kind, als es stirbt? Das ist 10 Jahre alt. Also vor Gott ist er König. Vor Gott ist er König. Das Volk weiß es nicht. Ja? Das ist der große Unterschied zu der deutschen Kaiserregierung. Also der kleine Konradin, der Enkel Friedrich des Zweiten von Staufen, der wird ja hingerichtet, auch in Neapel. Ja, und der wird aber nicht, er ist nicht König von Sizilien automatisch, oder, sondern er bleibt Prinz, er bleibt Anwärter. Ja, ja, das ist der an sich sehr aufschlussreiche und auch ganz interessante Gegensatz zwischen den deutschen Kaisern und den französischen Königen. Die französischen Könige werden im Augenblick des Todes ihres Vorgängers König. Damit entfällt jedes Interregnum. Das heißt, die Kontinuität der Macht ist geblieben. Er ist gewahrt, und da kann es noch die Regentin mal geben oder einen Regenten. Wenn das Kind minderjährig ist, mit 14 wird es sowieso regierungsfähig. Während bei den deutschen Kaisern eine Wahl stattfindet. Und damit hat man aber auch die Chance, einen besseren zu wählen. Während die französischen Könige quasi nur durch das Blut es wurden, nicht durch Verdienste. Man hat so einen herrlichen König wie Henri IV. Er wird ermordet, ja. Und jetzt muss man den Sohn nehmen, so wie er ist. So wie er ist, Ludwig der 13. war nicht unfähiger, aber... nicht das Bild des Vaters. Nicht das Bild des Vaters. Und deswegen müssen diese Könige, die nur per Blut König geworden sind, sich starke Minister. Und da kommt es bei Ludwig dem 13. eben zu Richelieu. Ja? Und sein Nachfolger ist dann Mazarin, bis Ludwig der 14. volljährig wird. Der will dann selbst regieren. Aber die Möglichkeit, dass man diese relativ schwachen Könige ohne starken Minister hatte, das war ein hohes Risiko. Und das Schicksal von Ludwig dem 16. war unter anderem, dass er einen Richelieu nicht gefunden hat. Ja, Turgot wollte die Gesellschaft, die verkrustet war, öffnen. Aber Ludwig der 16. ist ihm nicht bis zu den Konsequenzen gefolgt. Das hat aber Ludwig der 13. gegenüber Richelieu immer getan. Er ist immer den Entscheidungen Richelieus manchmal widerwürdig gefolgt. Richelieu musste dauernd darum fürchten, die Macht zu verlieren. Und der Ludwig der 16. ließ sich zu sehr bereden. Ja? Schon eine Tante, die interveniert, ja, kann ihm abbringen. Eine Spore, schreiben sie, ja, die gebrochen ist, lässt den Boten, der einen Minister ernennen soll, ja, nicht das verspätet ist, abgehen, und jetzt wird wer anders Minister. Das ist sehr viel Zufall. Ja? Das ist so, das zeigt aber deutlich, dass er nicht Herr seiner Entscheidungen war, Ludwig der 16. Er war damals auch noch sehr jung, er war 20 Jahre alt. Und es gab einen tüchtigen Minister, der auch die Macht des Parlaments zurückgedrängt hat, im Maupeou. Und dann sagt seine Tante, ach, weißt du, der ist vielleicht doch nicht so richtig religiös, wie wir das gern haben. Und ich bin ja sowieso besonders religiös. Also nehmen wir jetzt einen anderen. Kann man dasselbe schreiben? Ja, nochmal an den anderen, den Maurepas, der viel zu alt und viel zu opportunistisch war. Das war schon, da haben manche schon gesehen, dass da sich schon das Schicksal seiner Regierung entschieden hat. Und jetzt ist etwas sehr Interessantes zu beobachten. Jetzt der Nachfolger wird Necker, ja, ein Banker, ja, aus Genf, ja, ein Geldmann, der allerdings von den Staatsgeschäften nicht ganz so viel weiß, aber sich sehr populär zu machen weiß, nicht? Und jetzt, das ist wieder der Ansatz einer Reform. Nach Turgot schon die zweite, ja? Und dann wird die wieder unterbrochen durch eine Intrige. Und dann wird er wiedergeholt. Und so ein Schlackerkurs ist in einer gesellschaftlichen Krise das Gefährlichste, was man machen kann.
Das ist ein deutliches Zeichen, dass man nicht wusste, wie man aus der Krise herauskommt. Und Turgot und auch Necker haben nicht gewagt, den Staatsbankrott zu erklären. Necker hat immer neue Anleihen auflegen lassen. Er hatte Kredit als Bankier aus Genf. Man glaubte, dass dort mit Geld besonders sorgsam umgegangen würde. Das geht ja heute noch ein bisschen so. Aber den entscheidenden Schritt zu sagen, diese Gesellschaft hat sich durch ihre exzessiven Ausgaben ruiniert. Wir müssen einen Schnitt machen. Das haben die Deutschen 1948 mit der Währungsreform gemacht. Da ist der Staat durch einen Schnitt wieder zu neuer Funktionsfähigkeit gelangt. Ob das in Europa mit dem Euro nun auch so passieren wird, das bleibt abzuwarten. Ob dieses Taktieren weitergeht und zu einem vernünftigen Resultat wird, das können wir heute nicht entscheiden. Aber die Entscheidung damals hätte der Monarchie noch eine Chance gegeben. Und das Schicksal Frankreichs in dem Ende dieser Monarchie ist eigentlich, dass die Gesellschaft nicht eine Methode hatte, um den Willen des Volkes zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, das Volk war von allen politischen Überlegungen und Prozessen ausgeschlossen. Und das war die Folge des großen absolutistischen Strebens von Richelieu, Robespierre. Alle Macht konzentrierte sich beim König. Und das führte dazu, dass es im Volke gärte und es kein Ventil gab. Alle möglichen Reformen konnte das Volk nur verringern oder stoppen über das Parlament. Man muss sagen, dass damals das Parlament eigentlich Gerichtshöfe waren, ja, die sich aber, weil sie die Gesetze des Königs bestätigen mussten, zu einem politischen Ventil entwickelt haben. Und die einzige Möglichkeit, dass das Volk selbst in diesen Prozess hinein bezogen wurde, waren die Generalstände. Und 1617 hatte Anna von Österreich zum letzten Mal sie einberufen. Und das Risiko war, dass wenn man sie einberuft, sie eine Eigengesetzlichkeit entwickeln, wie es denn 1789 auch geschehen ist. Das heißt, dann erklärte sich plötzlich das Volk für die eigentliche zuständige Instanz der Nation. Und dann entwickelte sie sich in Etappen hin zu der Republik, die dann mit allen blutigen Erscheinungen bis hin zu den furchtbaren Septembermorden ihren Weg suchte. Was so interessant ist, ist, dass Sie das durch die Parallelität zweier Männer, ja, ja, eben sehr anschaulich machen. Ja, dass es hier im Grunde drei Bewegungen gibt. Die eine ist die Bewegung der wirklichen Verhältnisse.
die werden weder vom König noch von den Revolutionären beherrscht, ja? Mhm. Und bringen die Gewerbefreiheit und den Napoleon zustande. Ja? Aber gleichzeitig sind hier zwei, die mit dem Tode büßen, ja, nicht, als Antagonisten und Zögerer, ja, tätig. Ja, sie sind Kunktatoren. Nicht die Treiber der Geschichte. Nein, sie sind Kunktatoren, obgleich, also ein größerer Kunktator war sicher Ludwig der 16. Und Robespierre hat die revolutionäre Entwicklung enorm vorangetrieben, auch mit seinen sehr gewagten Thesen, dass diese politische Tugend sogar bis zum Terror führen müsse. Aber im letzten Moment hat er auch sich nicht als die eigentliche Zentralmacht Frankreichs zu etablieren gewagt. Und da war er auch ein Zögerer. Und das kann dann zum Untergang führen. Es gibt ja sozusagen den Sulla beispielsweise in Rom, ja? Ein Konservativer, ja? Der sozusagen mit größter Entschlossenheit reaktionär, ja, und mit Proskriptionen, also Verbannungen und Tötungen, ja, das System nochmal auf 30 Jahre befestigt. Mhm. Und er kann zurücktreten am Ende, ja, auf die Gewalt verzichten, in Pension gehen, ohne dass was passiert. Bei Diokletian ähnlich, ja. Es gibt also eine Reihe von Beispielen, wo sozusagen ein Putsch von rechts quasi, ja, Erfolg hat durch Konsequenz. Und es gibt von links das Gleiche, aber seltener. Die Krachen gewinnen nicht. Ja? Wenn Sie mir einmal beschreiben, welche weiteren Parallelen würden Sie machen, wenn es um diese Frage geht? Ja? Wann geht eine Reform wirklich und wird stabil? Wann geht eine Verhinderung, ja, also eine, wenn Sie so wollen, eine Insolvenz der Gesellschaft wirklich? Denn politische Insolvenz wäre ja Diktatur. Ja, also man hat den Eindruck, dass die Französische Revolution ein hohes Maß an Eigendynamik entwickelt hat, die dieses Sola-Prinzip nicht mehr möglich gemacht hat. Man hätte vielleicht irgendwo, was ja auch vom Ausland immer her genau beobachtet wurde, man hätte irgendwo in einer konstitutionellen Monarchie einen Abschluss finden können. Meinetwegen auch nur mit einem repräsentativen König. Aber man muss auch sehen, dass die ganze Entwicklung, diese Zentralisierung der Macht in dem Monarchen dazu geführt hat, dass jetzt die Explosion der Gewalt so groß war, dass man das nicht mehr unter Kontrolle bringt. Und es steht eigentlich so die Vorstellung dann, wenn ein so strahlender König vorher da war, dass jetzt jeder ein Teilstück des Königs ist. Der König ist zersprungen in 40 Millionen Menschen. Ja, so hat Ludwig der 16. hat sich immer als Vater der Franzosen, ja, nicht als Herrscher. Und da kann man natürlich zurückgehen bis auf diese Entwicklung, dass Ludwig der 16. eigentlich sein Ideal aus diesem Telemark-Buch, zu diesem Erziehungsroman hatte, und Robespierre hatte sein großes Idol Rousseau. Und wo er auch mal hingefahren ist. Er ist nach Ermenonville und gefahren. Und hat von Weitem gesehen, wie der hinterm Fenster, hinterm Licht sitzt und irgendwas schreibt. Aber dieser Staatsbegriff Rousseau war sicher ein Mann, der in radikal philosophischer Staatsphilosophie die Republik total zu Ende gedacht hat. Er hat aber auch Robespierre das tödliche Stichwort geliefert, indem er sagt, wer im Inneren und im Äußeren diese Republik nicht akzeptiert, ist ein Gegner, ein Rebell, den man vernichten darf. Und diese Vernichtungsdoktrin bringt er auch im Prozess gegen Ludwig den 16. zum Einsatz, indem er sagt, man darf nicht Ludwig den 16. Wie einen Angeklagten im Prozess
verurteilen. Er ist eo ipso dadurch, dass er ein Rebell des Staates ist, nicht der normalen Justiz unterworfen, sondern der politischen Entscheidung. Und diese kann nur sein, ihn umzubringen.